So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors Age of Calamity. Und das letzte Mal haben wir Missionen mit Mipha gemacht und jetzt machen wir Missionen mit Mipha. Yay! Ach, vorher wollte ich ihre Waffen verbessern. Ich denke mal, auch bei ihr wird eine Waffe immer bleiben. Und zwar... Na, die Lichtschuppenlanze. Insofern werden wir die auf jeden Fall weiter verstärken. Zack, 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 zack. Kostet 750, ist okay. Bei ihr Dings ist ja eh wieder voll. Also ist es schon sinnvoll, wenn wir da jetzt weiter drauf leveln. Zack, 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 zack. Oh, das hat kaum Level gebracht. Ja, moin. Aber dann sind wir wieder waffenlos geworden. Ist okay. So, und Geld auch. Ja, und Geld auch. Okay. Gut, ich glaube, er konnte auch wieder... Ja, er verträgt auch wieder langsam hier eine Verbesserung. Zack, 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 zack. Sehr schön. Und nochmal das Ganze. Zack, 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 zack. Yes. Okay. Alle anderen haben, denke ich, noch genug Platz. Ja. Ja, so langsam könnte man bei ihr auch wieder loslegen, aber... Ah ja, ihr könnt auch so langsam wieder was vertragen. Ist aber alles noch im Rahmen. Miphas Mission geht jetzt los. Mipha kann ich ja... Nee, also die, man kann eigentlich nur Link umziehen. Die anderen müssen ihre Sachen tragen, die sie tragen. Aber jetzt haben alle das Reckengewand an, das ist auch cool. Großer Fan vom Reckengewand. So. Ich gebe nicht nach. Ich beschütze alle. Also, 6 Hauptmänner erledigen. Das ist wie mit den Gerudos vorhin. Nur, dass wir nicht links sind und es somit deutlich länger dauert. Aber hey. Trotzdem kein Problem. Reus. Ah, es kommen gleich 2 auf einmal. Sehr gut. Habe ich nichts dagegen. Glück kann ich dann mit einem gleich... Aua. Jo, sie hat eine ordentliche Reichweite auf jeden Fall, die Waffe. Aber sie ist auch eine Lanze. Was erwartet man da? Mehr. Jetzt können wir mal hier richtig loslegen. Zack. Rums. Yeah.
Da, da, bitteschön. Hier, Wiedersehen. Einer noch. Wieso hat es den jetzt nicht mitgenommen eigentlich? Ach, das ist Impa. Da ein paar irgendwelche Schlüssel schmeißt du da runter. Aua. Ich meine, kann man machen. Muss man nicht. Ich hab doch Eis gemacht. Aber es hat wohl nicht so hingehauen. Und tschüss. So, so. Yay. Okay, das war das. Oh, jetzt gab's Fischi. Könnte sein, dass dieser Fischi der ist, den ich da unten beim Angeln brauche. Beim Angeln. Ich glaube, da ist was, was man mit Angeln freischaltet, aber ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich schalte ich einen Fischshop frei. Weiß es nicht. Hier, das Ding da. Ja, das ist tatsächlich, was uns noch gefehlt hat. Nice. Wunderbar! Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Jetzt verfügbar Stall am See. Jawohl. Da gibt's Pilze. Und ich habe schon gehört, es gibt manchmal bei manchen Händlern, geben die dann mehr für irgendwas, also geben die für manche Sachen mehr Geld sozusagen her als für andere und keine Ahnung, aber ich weiß immer nicht, woran man das sehen kann. Ich sehe, dass das ein Stern zum Beispiel ist. Heißt es, der handelt hier das gerade besonders teuer? Der würde mir zum Beispiel für Steinsalz 5 Rubine geben. So, wenn ich zu einem anderen Händler gehe, zum Beispiel zu dem da, der hat hier gerade einen Stern. Bei den Sachen. Heißt es, das sind gerade die teuren Sachen? So, der würde. Stimmt, der gibt jetzt hier für 2, tatsächlich. Das heißt, immer da, wo ein Stern ist, das verkaufen die besonders teuer. Also, das, da kann man mehr Geld dann für bekommen. Okay, verstanden. Verstanden. Also, wenn, dann immer nur die Sachen mit Stern verkaufen. Wenn es mal bei dem Händler was zu verkaufen sein sollte. Wenn mal irgendwas ansteht. Okay, ergibt Sinn. Machen wir. Machen wir, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir die Link-Mission und die wird jetzt wieder recht fix gehen, denn mit Link sind wir ja overpowered. Also muss man halt sagen. Mit Link sind wir wirklich brutal stark. Und weit über dem empfohlenen Level. Aber es ist auch gut so. Dum, 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 dum. Doch, nach der Folge höre ich auch wieder auf mit Aufnehmen. Ich werde schon wieder müde. Und bevor ich hier gleich in den Sekundenschlaf falle. Und nichts mehr mit. Ah, muss ich jetzt Zelda eskortieren? Na gut. Es geht ja schnell. Aber auch hier wieder, ne? Der Weg ist super kurz, der Escort-Weg. Aber es werden halt einfach Millionen Gegner auftauchen zwischendurch.
Aber wie gesagt, also mit Link geht es halt brutal schnell. Link braucht ganz dringend... Link braucht ganz dringend die Erweiterung, dass er das A zweimal bekommen kann. So viel steht fest. Ah, wirklich? Komm, Zelda, auf geht's. Ah, da werden jetzt gleich welche auftauchen vor uns. Weil da oben ist ja schon das Ende. Sag ich ja. Auch noch Gigas. Aber die haben wir ordentlich malträtiert schon. Gar kein Problem. So, komm, Zelda, weiter. Zelda? Da oben wartet ein Leun auf uns, oder was wartet da oben? Ah, noch einer. Okay. Ist okay. Link, willst du nicht auch mal einen coolen Spruch bringen, wenn du sowas einsetzt? Die anderen haben da immer einen coolen Spruch auf Lager. Warum du denn nicht? Verstehe ich gar nicht. Aua. Er sagt einfach nichts. Er will einfach nichts sagen. Einfach der Schüchterne. So. Oh, das ist super selbst. Jetzt erkenne ich, jetzt lese ich das erst, dass das super ist. Huch, habe ich gar nicht realisiert. Dachte, das ist einfach so ein ganz normaler Typ. Das ist super, der uns hier begegnet. So, so. Keine Widerrede. Das erklärt, warum der ein bisschen stärker ist als die anderen. Trotzdem nützt ihm das überhaupt nichts. Aber ja, der ist schon ein bisschen stärker. Au. Und tschüss. So, was wartet uns da oben noch? Muss ja auch noch was sein. Ach so. Na gut. Dann erwartet uns da oben halt nichts. Dann war Super halt der Boss. Ergibt auch Sinn, weil Super ist halt ein Boss. Jawohl. Bitte keine neue Mission, bitte keine neue Mission, bitte keine neue Mission. Bitte keine neue Mission. Gut. Sehr schön. Oh, guck mal, wie viele Einträge wir hier haben.
Oha! Was zur Hölle? Kann man das auch alles nochmal nachlesen? Yo! Okay. So, genug Einträge gesehen. Wenn das blinkt, kann ich es dann machen? Ah! Seht ihr das? Das blinkt nicht. Dann brauche ich da gar nicht drauf gehen. Wenn es blinkt, kann ich... Bin ich dumm, dass mir das noch nicht aufgefallen ist? Was zur Hölle? Okay, wenn die blinken, kann ich sie machen. Dann muss ich ja gar nicht extra drauf gehen immer. Okay. Weißt du, er kriegt Waffeninventar plus 2. Ach so. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Wir kriegen alle Waffeninventar plus 2. Sehr gut. Sehr gut. Genau das brauchen wir. Danke. Dankeschön. Genau das war wichtig. Das war notwendig. Sehr gut. Ich wollte schon fast die Rassel nicht machen, weil es ja das Ding ist. Aber das war ja dann sehr sinnvoll. Und hier, ne? Das blinkt alles nicht. Das geht nicht. Da muss ich einfach mal drauf achten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss ich da ja gar nicht drüber fahren. Dann sehe ich ja sofort, was geht und was nicht geht. Sieht man das vielleicht sogar von... Hätte man das vielleicht sogar von hier gesehen, ob es gegangen ist? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Aber... Vielleicht hätte man das sogar von da gesehen. Ja, faszinierend. Okay. Ich möchte kurz eine Sache probieren. Und zwar möchte ich nochmal eine alte Mission machen und gucken, wie viel Geld man da so bekommen kann. Wenn man die alte Mission nochmal macht. Das ist eine ganz normale, einfache, einzelne, kurze Mission. Ja, hier die da. Oder kann ich jetzt auch irgendwo die Schwierigkeit... Kann ich das auf eine andere Schwierigkeit bringen? Ah. Weiß es nicht. Man muss es doch irgendwie, oder muss man da das Spiel umstellen von der Schwierigkeit? Ah, man muss vielleicht die Spielschwierigkeit umstellen. Das könnte es sein. Aber ich will mal gucken, ob ich jetzt da nochmal richtig viel Geld verdiene. Also, ob man das gleiche Geld verdient, was man. Also, ob man, ne? Dass ich sozusagen pro Mission bekommt man ja um die 600 Rubine immer. Ich will mal gucken, ob man nochmal jetzt 600 Rubine bekommt. Oder ob das nur einmalig ist. Weil dann wäre sowas echt eine gute Möglichkeit, um Geld zu farmen. Weil so eine Mission sollte richtig, richtig schnell gehen, die man jetzt. Eine alte Mission. Mein Empfohlen ist Level 10. So, das muss jetzt eine schnelle Mission sein. Keine Ahnung. Witzig, wenn ich die jetzt versaue. Das wäre es jetzt, wenn ich die versaue. Das wäre jetzt echt das Highlight. Ah, ist das nicht die, wo ich in der Zeit manchmal aus... Durch, ja, wo ich die Zeit manchmal verhauen habe. Ich glaube, das ist genau die Mission. Jetzt ist das alles kein Thema mehr. Aber wie gesagt, ich möchte mal kurz gucken, wie viel Geld man da bekommt jetzt zum Schluss. Yo. Konnte ich nur damals Probleme haben, hier zeitlich durchzukommen. Ich verstehe es nicht. Muss ja richtig schlecht gewesen sein. Naja gut, da war ich halt deutlich schwächer. Das ist klar, ne? War da deutlich schwächer noch. Alter. Sick. Was ist da los?
Yo! Was eine Menge. Alles Fans. Alles Fans. Sind das alle übrigen? Ich würde gerne mit einem richtigen, mit einem richtigen Wumms aufhören. Kriegen wir das als Wumms hin? Reicht das als Wumms? Kommt mal her. Sammelt euch da mal auch noch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Wumms! Easy. So, wie viel gibt es jetzt? Ja, es gibt einfach nochmal 600. Nice. Genau das meinte ich. Das heißt, alte Missionen nochmal machen, gibt einfach Kohle. Und zwar 600. Jetzt wäre es sinnvoll, eine Mission zu finden, die besonders schnell geht. Die besonders schnell geht. Welche Mission geht besonders? Was war denn die allererste Nebenmission? Eine der ersten Nebenmissionen. Und das war die Schlacht selbst. Kann ich das über Herausforderungen nochmal nachgucken? Guck mal hier, werfen und sprengen zum Beispiel. Das muss doch die erste Nebenmission gewesen sein. Was musste man da tun? Also die Link-Mission gerade hat um die 2,5 Minuten gedauert. Ich glaube, werfen und springen geht schneller. Das war eins, wo man so durchlaufen musste, ne? Ich glaube, das war sowas. Aber das Laden noch länger als die Mission dann. So, auf geht's. Ja, 100 Gegner einfach besiegen. Und dann konnte man da hoch. Na! So, die 100 haben wir gleich voll. Das A heben wir uns noch auf. Und jetzt geht hier das Tor auf, ne? Genau. Und hier räumen wir jetzt noch ab. Das war die Mission. Nein, das war nicht die Mission. Ah, der Feuerpyromagus muss noch down. Okay. Jetzt war das die Mission. Ging auf jeden Fall deutlich schneller. Ging deutlich schneller als die andere. Aber wie viel kriege ich für die Mission? Ja, ein bisschen weniger, aber ich meine, ne? 1 Minute 7. Ich glaube, das ist unschlagbar. Ich glaube, noch schneller wird es nicht. Finden wir eine Mission, die noch schneller geht als die? Ich glaube es nicht. Aber da dauert halt echt das Laden, bis man drin ist und bis man wieder draußen ist. Fast so lang wie die Mission selbst. Uff. Belastend. Mentalen Kämpfe. Gut,
man könnte natürlich auch die Trainingsdinger hier machen. Und das waren, glaube ich, sehr kurze Sachen auch. Ja, ja, ich erinnere mich. Das waren auch alles sehr kurze Sachen. Ja, das waren die ganzen Kurzmissionen hier. Wir gehen mal kurz in Daroks Training rein, einfach weil wir es können. Aber ich glaube, das dauert länger. Ich glaube wirklich, dieses Bombending, gerade jetzt am Anfang, werfen und sprengen oder wie es hieß, ich glaube, das war am schnellsten. Und die geben alle knapp 600, also so kriegt man relativ schnell gut Kohle zusammen. Das ist okay, wenn man das alles wieder neu, also alles doppelt spielen kann. Das ist sehr okay. Weil dann kann ich halt mal off-cam sozusagen ein bisschen Geld farmen. Und dann haben wir da keinen Stress. Meine Zeit hat man hier für 5 Minuten. Na, also das ist... Wenn wir das jetzt für 5 Minuten dauert, dann wäre das Quatsch. Aber es dauert halt keine 5 Minuten. Kein Grund, A einzusetzen aktuell. Was ist das da eigentlich? Ein Mikrofon. Lol. Okay. Da drüben ist Party gegangen, los. Genau. Problem gelöst! Der Große. Irgendwo wird irgendwas Großes gesichtet, hieß es gerade. Wo denn? Also da nicht. Na, das dauert einfach zu lange, bis die Gegner hier nachspawnen. Das ist eine sehr langsame Mission. Moblin, Truppen des Moblin. Achso, Truppen des Moblins, nicht der Moblin selbst. Yo! Wie es einfach sie alle runterfetzt hier. Da ist er ja. War das mit 300 Schuss oder musste man dann noch da oben rein? Ich glaube, man musste noch da oben rein. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir werden es gleich wissen. Kann auch sein, dass es mit 300 Schuss war. Würde ich gerade aktuell sehr begrüßen. Ja, also die Mission dauert enorm lange. Die mit Link war viel besser. Aber es war ein Versuch, nochmal hier reinzugehen. Aber also eine Minute werde ich nicht toppen können. Man muss jetzt alle einzeln besiegen, die 5 übrigen Viecher da. Ach, okay.
Ah, jetzt. Ja, wow, jetzt kommen sie nach. Jetzt, wo ich die 300 voll habe. Ah, ich muss doch noch da hoch, okay. Da unten rein, ne? Nee, hä, wo ist denn der? Da unten sind sie. Moin! Double Kill. Schön. Aber ich glaube, es gibt auch nur 600. Insofern ist die Mission von Link am sinnvollsten, effizientesten und so weiter. Ja, es gibt sogar nicht mal 600. Es gibt weniger als das. Es gibt weniger. Okay. Nee. Dann passt das schon. Dann sind wir vollkommen zufrieden mit der Mission von Link, um Geld zu farmen. Optimal. Sollten wir das mal brauchen. Sollten wir mal wirklich in knapper Geldnot sein, sind wir ja aktuell nicht, ne? Ist ja alles okay, wie wir sind. Gut. Dann level ich noch kurz ein paar Leute hoch. Jo. Dass wir zumindest alle auf 30 haben, denke ich mal. 30 sollte machbar sein, oder? Nein, ich krieg nicht alle auf 30, aber es ist okay. Ich fürchte halt, ihn werde ich auch brauchen, also muss ich ihn auch leveln, es hilft ja nix. Oh wait, haben wir doch alle auf 30 gebracht? Ja, nice. Optimal. Okay, sehr schön. Und dafür ist aber alles Geld wieder weg. Und wir haben gerade 1800 Euro, die wir... Euro wahrscheinlich. Haben wir auch gerade versemmelt. Aber gut. Dann schließen wir hier ab. Nächstes Mal gibt es wieder Hauptmission. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Die Akala-Festung. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, das wird ein cooles Level.